Gut, herzlich willkommen alle zusammen. Ich denke, wir können jetzt loslegen. Mein Name ist Darius Dunker. Ich bin Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von André Hunko. Begrüßen euch alle sehr herzlich zu diesem politischen Jahresauftakt, der wie in den vergangenen Jahren als Sonntagsmatinee stattfindet. Aber wie ihr alle mitbekommen habt, in diesem Jahr leider ja nicht vor Ort stattfinden kann. Könnt ihr mich eigentlich hören oder ist es gut? Es scheint so zu sein. Ich will euch ganz kurz ein paar Sachen zum Ablauf sagen. Wir sind im Augenblick, weil das etwas... jetzt kommen mir gerade Moderationsanfragen. Also nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir sind im Augenblick so geschaltet, dass ihr euch nicht selber lautschalten könnt, weil das hier den Ablauf sehr unterbrechen würde, wenn ständig irgendjemand in die beginnende Veranstaltung hineinspricht und grüßt, so schön das ist und so gern wir euch alle hören möchten. Wir werden das deswegen so handhaben, dass im Augenblick André und Janine das Wort haben und wir das dann, nachdem die beiden eine Zeit lang im Dialog gesprochen haben, so ändern werden, dass alle, die per Zoom dabei sind, sich auch hier am Gespräch beteiligen können. Da sage ich dann später nochmal was dazu. Bevor es ganz losgeht, wollten wir noch mit einem Kulturbeitrag beginnen. Wir hatten den Georg Palm gefragt vom in Aachen sehr bekannten Schlagseitenquartett, ob er Interesse hätte, weil uns auch ein Anliegen war, zu zeigen, dass Kultur gerade in der jetzigen Situation sehr wichtig ist. Dass Kultur wichtig ist, weil es den Menschen sehr viel gibt in schwierigen Zeiten wie diesen. Aber dass es natürlich gleichzeitig allen Kulturschaffenden sehr schwierig oder besonders schwer fällt, weil fast alle Auftrittsmöglichkeiten wegfallen und so weiter. Ihr kennt die Problematik. Georg sagte, wird er sehr gerne machen, aber damit das Sinn hat, müsste er es mit mindestens jemand anderem zusammen machen. Und dann war aber das Problem, dass das wiederum unter den derzeitigen Bedingungen mit Abständen und so weiter auch sehr schwierig wäre, das jetzt hier live als Video zu machen. Und er hat stattdessen angeboten, er spielt uns ein bisschen aus Konserve zugeschaltet, ist jetzt nicht ganz live. Und der Live-Auftritt mit dem Schlagseitenquartett, der ist ausgemacht und wird dann später folgen zu einem Zeitpunkt, den wir dann sehen müssen. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt nur ein Vorgeschmack auf ein später real stattfindendes, eine Veranstaltung, bei dem es eben dann Live-Musik geben wird. Und ich sage jetzt einfach Musik ab und ihr hört ab sofort Georg und Holger vom Schlagseitenquartett.
Herzlich willkommen. Wir sind beim politischen Jahresauftakt des Wahlkreisbüros von André Hunko. André Hunko hat zu Gast diesmal Janine Wissler. Herzlich willkommen, Janine. Wir werden Sie sicher gleich ins Bild kriegen. Unsere Facebook-Übertragung ist jetzt leider weggefallen. Das hat leider technische Schwierigkeiten und mit den Beschränkungen hier bei Zoom zu tun. Ich wollte kurz darauf hinweisen, dass meine Kolleginnen Anna Bormann, Katharina Grudin auch mit hier für euch dabei sind und versuchen im Chat und an der Telefonhotline und so weiter euch zu unterstützen bei dem, was wir hier machen. Kati wird auch das Hosting hier im Zoom übernehmen, beziehungsweise hat die Funktion bereits übernommen. Und nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt gleich das Gespräch von André Hunko und Janine Wissler hören und haben auch noch einen besonderen Gast, den wird André uns auch noch vorstellen. Und dann, nachdem eine Gesprächsrunde zwischen den beiden stattgefunden hat, habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch an dem Gespräch zu beteiligen. Wir bitten euch dann, dass ihr im Zoom-Chat euch meldet, indem ihr euren Namen in den Chat schreibt. Es ist ein bisschen zu unübersichtlich, gleichzeitig auf dieses Händesymbol bei Zoom zu achten. Deswegen bitten wir euch, dass wir das einheitlich darüber machen, dass ihr euren eigenen Namen in den Chat schreibt. Ganz prima wäre, wenn ihr, damit wir wissen, mit wem wir jeweils reden, euren Namen bei Zoom angebt. Ich sehe, dass die meisten das, glaube ich, auch gemacht haben. Und wenn ihr dann nachher drankommt, dass ihr dann auch ganz kurz vielleicht sagt, wer ihr seid, nur ganz knapp und dann euch mit, ich denke, relativ kurzen Wortbeiträgen zu Wort meldet, damit möglichst viele Leute drankommen. Aber jetzt erst kommt der Teil mit André Hunko, dem Aachener Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag und europapolitischen Sprecher, sowie mit Janine Wissler als besonderem Gast. Janine Wissler ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag und auch eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden der Partei Die Linke. Ich würde jetzt an André übergeben. Darius, wollen wir nicht auch ein Grußwort hören? Stimmt, wir wollten ein Grußwort vom Kreisverband hören. Das tut mir jetzt leid. Dazu müsste dann also die Kati, glaube ich, jetzt unserer Kreissprecherin oder unserem Kreissprecher, sie sind beide da, das Wort erteilen. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vanessa Hees und Igor Gvozden, unsere Kreissprecherin und unser Kreissprecher der Linken in der Städteregion Aachen. Ihr habt das Wort, ich weiß aber gerade nicht, wer und legt aber Igor bitte los. Hat sich bereit gemacht. Genau, also Vanessa und ich hatten uns abgestimmt, dass ich das heute Morgen mache. Erstmal guten Morgen auch von uns, von Vanessa und meiner Seite, vom gesamten Kreisverband. Und vielen Dank auch, dass wir hier ein kurzes Grußwort halten dürfen. Es hat sich ja eingebürgert, dass der Kreisverband den Jahresabschluss organisiert und das Wahlkreisbüro den Jahresauftakt. Leider musste jetzt beides online stattfinden, aber ich denke, wir hoffen alle, dass sowohl der Jahresabschluss in diesem Jahr als auch der nächste Jahresauftakt dann wieder live stattfinden kann. Wir möchten an dieser Seite vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen dem Wahlkreisbüro und dem Kreisvorstand loben und hoffen, dass uns das in diesem Jahr weiterhin so gut gelingen wird. Und natürlich freuen wir uns als Kreisverband auch, dass Janine heute da ist. Sie war vor ein paar Jahren mal auf Einladung des Kreisverbandes auch da, der Aachener Linken. Und ich denke, auch diese Einladungen vom Kreisverband werden auch wiederkommen. Auch an Valentina ein ganz herzliches Hallo an euch beide. Und wir wollen auch gar nicht so viel sagen zu Beginn. Ich denke, es liegt für uns alle ein schwieriges Jahr 2020 hinter uns. Politisch waren vor allem die Kommunalwahlen für die gesamte Linke in Nordrhein-Westfalen kein Erfolg. Auch bei uns in der Städteregion Aachen nicht.
Und ich denke, diese Auswirkung wird man jetzt in den nächsten Jahren auch merken, wenn eben manchmal die Stimme für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus, für Umweltgerechtigkeit in den Räten nicht mehr so stark ist. Auch so war das Jahr für uns als Linke kein gutes. Aber man muss realistisch bleiben. Zu Beginn von Krisen helfen die meistens den Herrschenden. So ist das auch hier in Deutschland, wo die Union ein großes Revival hat. Und ich denke, jetzt mit der Wahl von Armin Laschet, der ja nicht nur NRW-Ministerpräsident ist, sondern auch Aachener, wird nun das schwarz-grüne Bündnis vorbereitet. Auch das wird für uns als Linke schwierig. Ich denke, es wird sich eine weiter links blinkende SPD zeigen. Es werden vielleicht grüne Wohlfühlprojekte jetzt an den Start kommen, die sicher angestoßen werden, aber im Grunde wenig Substanzielles ändern. Aber trotzdem kann dieses Jahr ein erfolgreiches werden für uns als Linke. Wenn wir es schaffen, die Krise, die jetzt kommt, die Debatte um die Krisenkosten, wenn das alles kommt, dann kann uns das Aufwind bringen, wenn wir die Frage in den Mittelpunkt stellen, wer zahlt am Ende, wer ist nach einem Jahr der Pandemie wirtschaftlich zerstört und was sind unsere Aufgaben daraus und was sind unsere Antworten daraus. Und ich denke, das ist ein Fenster für uns als Linke, das wir nutzen müssen. Und ich denke, mit der Bundestagswahl in diesem Jahr haben wir diese Chance und können das auch in den Mittelpunkt stellen. Und ich denke, dort werden wir weiterhin zusammenarbeiten, sowohl als Aachener Kreisverband wie auch mit dem Wahlkreisbüro und auch mit André Hunko. Deswegen von uns erstmal auch ein frohes Hallo und ein frohes neues Jahr sozusagen und darauf, dass wir ein erfolgreiches Jahr 2021 haben, mit hoffentlich einem sehr guten Ergebnis für die Bundestagswahl. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Igor. Und dann würde ich das Wort direkt an André übergeben. Ja, guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite. Freue mich ja, so viele zu sehen. Ich bin ja eigentlich kein Freund dieser ganzen Zoom-Konferenzen, bin großer Freund der leibhaftigen physischen Veranstaltungen. Aber es ist natürlich toll, dass dann auch so aus verschiedenen Städten sich Leute so einfach zuschalten können, auch aus verschiedenen Ländern. Also auf jeden Fall nochmal von meiner Seite frohes neues Jahr. Wir haben uns das ja so gedacht, dass Janine und ich jetzt ja, so 30, 40 Minuten diskutieren miteinander, nicht länger als 3, 4 Minuten pro Statement, damit es ein bisschen interaktiv wird und dass dann sozusagen, dass wir dann in die Diskussion kommen. Und ich will direkt einsteigen. Gestern haben wir ja erlebt die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden. Aus meiner Sicht, vielleicht widerspricht mir Janine, also aus meiner Sicht ist Armin Laschet erstmal das kleinere Übel der drei Kandidaten. Merz steht aus meiner Sicht für die Interessen des Finanzkapitals. Röttgen steht eigentlich für das Pentagon, könnte man sagen, also für eine sehr starke transatlantische Ausrichtung. Ich erlebe ihn ja im Auswärtigen Ausschuss auch. Und beide hätten meines Erachtens in der einen oder anderen Frage einen deutlichen Rechtsruck bedeutet für die CDU. Und naja, Armin Laschet steht eher so für das Weiter-so. Was vielleicht wichtig für uns hier in Aachen ist, wenn Armin Laschet als Kanzlerkandidat antritt, das wird ja noch diskutiert, jetzt auch mit der CSU. Und wird er wahrscheinlich für den Bundestag kandidieren und dann wird er wahrscheinlich auch den Direktwahlkreis in Aachen anvisieren. Und dann werden wir auch sicher sehr spannende Debatten hier im Bundestagswahlkampf haben. Ich würde jetzt aber gern zu Anfang, ich habe mir ein paar Punkte, die ich reinbringen will, später noch. Ich würde aber zu Anfang gerne Janine das Wort geben. Janine wird ja gehandelt als neue Parteivorsitzende. Ende Februar soll der Bundesparteitag stattfinden, wo sie sehr, sehr wahrscheinlich gewählt wird. Und dann würde ich dich, Janine, bitten, einfach mal vielleicht deinen Blick auf 2021 zu werfen. Was sind für die Linke die wichtigen Themen? Und was willst du mit der Partei machen? Was hast du mit der Partei vor? Ja, erstmal einen schönen guten Morgen und herzliche Grüße nach Aachen und wo ihr sonst so sitzt. Vielen Dank für die Einladung. Ich wäre gern persönlich da. Igor hat das schon gesagt. Ich war vor ein paar Jahren bei einem sehr schönen Sommerfest, ein bisschen verregnet, aber sonst ein sehr schönes Sommerfest bei euch Ist in halt Aachen Aachen. gewesen. Bitte? Ist halt Aachen. Ja, ist so ein Regenloch, ne? Ja.
Aber war sehr nett bei euch, aber gut, dieses Jahr bekanntermaßen online. Ja, herzliche Grüße nach Aachen. In der Tat, gestern ist ja Armin Laschet als CDU-Vorsitzender gewählt worden. Ich finde, das, was am meisten für Armin Laschet spricht, ist, dass er nicht Friedrich Merz ist und sich gegen Friedrich Merz durchgesetzt hat, weil ich da deine Einschätzung schon teile, dass auf ganz vielen verschiedenen Ebenen natürlich Friedrich Merz enormen Rechtsruck auch bedeutet hätte. Und wer gestern seine Rede gehört hat, also mein persönliches Highlight war ja, und jetzt ein Wort zu den Frauen, wenn ich wirklich ein Frauenproblem hätte, wie alle sagen würden, dann hätte meine Frau mich vor 40 Jahren nicht geheiratet. Also damit ist quasi jeder heterosexuelle verheiratete Mann quasi an sich Feminist und Teil der Frauenbewegung nach der Logik. Finde ich ja wirklich Anwärter auf das dümmste Argument des Jahres. Ja, wir stehen als Linke, also die CDU hat jetzt den Online-Parteitag geschafft. Das ist eine Herausforderung, die wir als Linke noch vor uns haben, nämlich Ende Februar wollen wir ja auf einem Online- und dezentralen Parteitag auch den neuen Parteivorstand wählen. Und natürlich ist das in einem wirklich schwierigen und sehr herausfordernden Jahr. Es ist, ich sage gleich was zu den politischen Krisen, aber es ist natürlich auch einfach ein Superwahljahr mit 6 Landtagswahlen. Mit der Bundestagswahl. Wir in Hessen haben am 14. März noch Kommunalwahlen. Ich sehe gerade die OB-Kandidatin in Marburg, Renate Bastian. Herzliche Grüße an dich. Das heißt, wir haben wirklich ein Superwahljahr vor uns und die Frage ist, wie kann die Linke sich aufstellen und wie schaffen wir es auch vom Parteitag aus, wirklich ein Aufbruchssignal hinzukriegen und einen Schwung zu kriegen, in dieses Wahljahr zu gehen. Und da denke ich erstmal, dass 2020 natürlich geprägt war von verschiedenen Krisenphänomenen, vor allem natürlich von der Corona-Pandemie. Und die Corona-Pandemie trifft natürlich alle. Es gibt niemanden, der von der Pandemie nicht betroffen ist. Aber sie trifft eben nicht alle gleich hart, weil die Klassenunterschiede, die sozialen Unterschiede natürlich auch in dieser Krise mehr als deutlich werden. Es ist ein Unterschied, ob man zu Hause bleibt, in einem Einfamilienhaus mit Garten und ausreichend Platz oder in einer kleinen Stadtwohnung mit 2 kleinen Kindern oder sogar in einer geflüchteten Unterkunft, wo man sein Zimmer mit 4, 5 anderen Leuten teilt und wo dann übrigens auch Quarantäne im wahrsten Sinne des Wortes Schubenarrest heißt. Und das ist ein Unterschied, ob man Eltern hat, die beim Homeschooling helfen können, die zu Hause sind, die auch in der Lage sind, dabei zu helfen, oder ob man das nicht hat. Und die Menschen, die vorher schon zu Niedriglöhnen gearbeitet haben, die jetzt in Kurzarbeit sind, die können ihre Mieten und ihre Rechnungen einfach nicht mehr bezahlen. Das heißt also, die soziale Spaltung zeigt sich auch in der Corona-Krise. Und die Corona-Krise wirkt ja auch so wie so ein Brennglas auf die Missstände, die es von vorher gab. Und deswegen finde ich für uns als Linke eines ganz wichtig. Wir wollen nicht zurück zur Normalität. Also es geht nicht darum, dass wir den Normalzustand vor Corona wiederherstellen wollen, sondern die Frage ist, wie können wir in dieser Krise die Weichen stellen für eine andere, für eine solidarische, für eine gerechte Gesellschaft. Und ich sage mal so, das versucht die andere Seite ja auch schon. Ja, es ist ja nicht so, dass es im Moment nur noch darum geht, irgendwie Lockdown hier, Lockdown dort und wie kriegen wir die Pandemie möglichst schnell rum, sondern es wird versucht und es gibt Unternehmen, die versuchen, diese Krise zu missbrauchen, um Schweinereien, die sie lange in den Schubladen hatten, jetzt umzusetzen. Und Massenentlassungen zu planen. Auch an der Stelle viele Grüße nach Aachen und Stichwort Conti Reifenwerk. Also alleine Conti will über 10.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen, hat noch letztes Jahr Kurzarbeit mitgenommen, hat Dividenden ausgezahlt. Also wir erleben hier in dieser Krise ganz massive Angriffe auch auf industrielle Arbeitsplätze, auf den Arbeitsschutz, auf die Arbeitszeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in dieser Krise als oppositionelle Kraft klar erkennbar sind und da auch die Gegenwehr organisieren. Weil was heißt Normalzustand? Der Normalzustand in den Krankenhäusern war schon vor der Pandemie geprägt von Überlastung, von Arbeitsverdichtung, von schlechten Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung. Und wir wollen nicht zurück in diesen Normalzustand, wo Krankenhäuser privatisiert, ökonomisiert, unterfinanziert sind, sondern wir wollen grundlegend die Gesundheitspolitik verändern. Und die Schulen waren vorher auch in einem maroden Zustand. Das rächt sich jetzt, wenn man halt keine digitale Ausstattung hat, zu wenig Lehrer und die Klassenräume zu klein ist, dann kann man damit mit einer Pandemie natürlich nicht bestehen. Und deswegen
finde ich, es ist, und die Linke darf, also wir wollen nicht das zurück zur Normalität, sondern wir wollen in dieser Krise die Weichen stellen für eine grundsätzlich andere Art zu wirtschaften. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir sagen, staatliche Hilfe nur unter Arbeitsbeschäftigungsgarantien und auch nur unter staatlicher Einflussnahme, damit man eben auch die Möglichkeit hat, hier sozialökologisch eine Transformation anzustoßen, einen sozialökologischen Umbau und Arbeitsplätze vor allem auch nachhaltig zu sichern. Igor hat das angesprochen, ich will das nur kurz, das wird, glaube ich, auch ein wichtiges Thema sein, wer zahlt am Ende für das Ganze? Es ist ja nicht so, dass alle in der Krise ärmer geworden sind. Es gibt 58.000 neue Millionäre. Das Privatvermögen ist um 393 Milliarden Euro gestiegen. Also es ist nicht so, dass alle arm sind. Deswegen fand ich den Vorstoß auch der Bundestagsfraktion für eine Vermögensabgabe wichtig, ergänzend zu unseren sonstigen Forderungen einer Vermögens- und Erbschaftssteuer. Weil so eine Familie wie Quandt Kladden, die Eigentümerfamilie von BMW, die noch nie in ihrem Leben ein Auto gebaut haben, aber jedes Jahr 1 Milliarde Euro allein aus ihren Dividenden, aus ihren Aktienpaketen bekommen, das ist ja die ordentlich zu besteuern, die nichts geleistet haben, außer zu erben. Das bedeutet nicht Enteignung, sondern ganz im Gegenteil, Milliardenvermögen, die Existenz von Milliardenvermögen beruht auf Enteignung, nämlich die Enteignung der Menschen, die tagtäglich für diese Vermögen arbeiten. Deswegen finde ich, die Verteilungsfrage ist eine ganz entscheidende, sowohl bei den Hilfen als auch bei den Lasten in dieser Krise. Und will zumindest noch, wir reden ja gleich über die ganzen verschiedenen Themen, will es nicht zu lang machen, aber zumindest ansprechen, dass natürlich 2020 aber verschiedene Krisen auch zusammenkamen. Also zur Pandemie eben der Klimawandel, der sich weiter verschärft. Klimawandel ist nicht irgendwas Abstraktes, was irgendwann ansteht, sondern wir haben die Brände in Australien gesehen, wir haben die Dürren erlebt. Das heißt also, die Frage der Klimagerechtigkeit und des Klimaschutzes ist eine ganz zentrale. Ihr wart ja in Aachen ziemlich aktiv, wenn ich das richtig weiß, auch bei Ende Gelände und habt um den Hambi mitgekämpft. Wir haben die letzten Monate in Hessen sehr stark um den Danni gekämpft, wo es um ein Autobahnprojekt ging. Und ich finde, dass die Linke diese Frage auch ganz, also diese an der Frage tut, also total gefordert ist. Ich meine, wir haben eine Fridays for Future, der Bewegung, die sagt System Change, not Climate Change. Was Besseres kann ja wohl einer antikapitalistischen Partei nicht passieren, als dass es eine Bewegung gibt, die so grundsätzliche Fragen aufwirft. Wir haben eine Verschärfung von militärischen Konflikten und Kriegen, darüber werden wir sicher gleich reden. Und auch in Zeiten der Pandemie darf Solidarität natürlich nicht an den Außengrenzen enden, sondern wir haben das Flüchtlingselend auf Lesbos, in Lipa, wir haben das weiter, das Sterben im Mittelmeer geht weiter. Und deswegen finde ich auch in dieser Pandemie, dass die Linke die Kraft sein muss, die sagt, wir brauchen so soziale Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit und globale Solidarität, ob das die Verteilung von Impfstoffen ist oder eben auch das Retten von Flüchtlingen. Und wir haben eine zunehmende Gefahr von rechts. Im Februar jährt sich der Anschlag von Hanau zum ersten Mal, wo 9 Menschen ermordet wurden. Aber wir erleben insgesamt eine Zeit, in der Rechtsterrorismus und Gewalt zunimmt. Und diese verschiedenen Krisenphänomene zusammen, finde ich, da brauchen wir sowas ja wie einen Pol der Hoffnung von links. Also der Linke, die auf diese Krisen Antworten gibt, antikapitalistische Antworten, die Solidarität an allererster Stelle steht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Parteitag uns auch einen Schwung gibt für dieses Bundestagswahljahr und dafür auf diese vielfältigen Krisenphänomene eben linke Antworten zu geben, weil Trump und Bolsonaro und wie sie alle heißen, die ganzen Monster dieser Zeit sind ja auch Antworten auf diese Krise, aber es sind eben Antworten, autoritäre, nationalistische Antworten, reaktionäre Antworten und wir brauchen Antworten, die geprägt sind von Internationalität und Solidarität. Vielleicht zu viel erstmal zum Einstieg. Danke, Janine. Du hast ja auch schon angesprochen, dass natürlich Corona ist ein Riesenthema, das auch viele Freundeskreise zum Teil auch spaltet und so weiter. Man sollte ja meinen, dass in dieser Zeit, in der eine Pandemie eine solche Rolle spielt, das Gesundheitswesen wenigstens gestärkt würde. Was wir aber erleben, ist im Augenblick genau das Gegenteil. Ich will das mal sehr deutlich ansprechen und das ist auch wenig bekannt. Ich habe diese Woche die Bundesregierung befragt, warum im Jahre 2020 in Deutschland 20 Krankenhäuser geschlossen worden sind. Warum seit August nach den offiziellen Zahlen von Intensivregister 4.100 Intensivplätze abgebaut worden sind. Ich habe dann erwartet, dass die Bundesregierung darauf antwortet, dass das hätte diese und jene Gründe, das hat vielleicht statistische
Probleme bei Intensivregister oder sowas. Sie haben beides einfach geleugnet. Ich fand das unfassbar. Ich will das noch veröffentlichen. Das ist noch nicht öffentlich gegangen. Sie haben einfach geleugnet, und das kann man überall nachlesen, dass es 20 Krankenhäuser geschlossen sind. Das heißt, im Hintergrund, bei aller Debatte über Lockdown, über Corona und Pandemie, läuft der spanische Plan zur Zentralisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens weiter. Und es kommen gegenwärtig halt auch sehr viele Kliniken in die Schieflage. Ich habe hier in Aachen das Luisenhospital besucht, den Chef gesprochen. Er sagt, zum ersten Mal seit 150 Jahren rote Zahlen. Und der Druck sozusagen dann von Privatinvestoren im Hintergrund, das Luisenhospital ist so ein kirchliches Krankenhaus, der Druck ist da relativ groß. Also solche Widersprüche müssen wir aufgreifen. Ich finde auch solche Widersprüche, wie wir sie in der Art und Weise der Corona-Maßnahmen gegenwärtig erleben. Wir haben eine ganz starke Ausrichtung der, ich denke, auch notwendigen, in einer gewissen Form notwendigen Anti-Corona-Maßnahmen auf die private Ebene, auf den Einzelnen, mit bis hin zu dieser 15-Kilometer-Grenze, die man dann sozusagen nur noch reisen darf, während auf der anderen Seite ja das Wirtschaftsleben weitgehend normal bleibt, auch hier keine, also es hier bei Appellen bleibt, ja, während man beim Privaten sehr, sehr schnell ist mit Verboten, mit Strafzahlungen. Und ich finde das eine krasse, ein krasses Missverhältnis, weil das macht mir dann schon Sorgen. Und Janine, du hast eben gesprochen über die Zeit sozusagen post-Corona, nach Corona. Und da gibt es ja schon auch viele Menschen, die sich Sorgen machen, dass diese auch starken Grundrechtseingriffe, dass sie sozusagen bleibend sind. Aus meiner Sicht jedenfalls, und das will ich vielleicht auch nochmal sagen, als Bundestagsfraktion haben wir keinem dieser Gesetze, also dieser drei Novellen des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt, weil ich finde, diese Ausrichtung auf den Einzelnen, während gleichzeitig die Wirtschaft halt so einfach weiterläuft und hier auch die Arbeitnehmer nicht mal das Recht haben, zu sagen, ich mache jetzt lieber Homeoffice, sondern das sozusagen bei Appellen an den Arbeitgeber bleibt, das finde ich halt schon ziemlich krass. Ich will vielleicht kurz erwähnen, weil das nicht ganz unbedeutend ist aus meiner Sicht, dass ich im Europarat, wahrscheinlich ist das für Juni anvisiert, dort bin ich als Berichterstatter gewählt worden für die sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen zur Überwindung der Krise. Und das wird sicher, ein Berichterstatter jetzt der gesamten Versammlung, das wird eine ganz spannende Auseinandersetzung, weil ich glaube, die Auseinandersetzung, wie die Welt dann nach Corona aussieht, die wird natürlich eine sehr zentrale werden. Die einen haben Angst vor dem sozusagen, in Anführungszeichen, Great Reset, dass sozusagen auch ein autoritäres Zeitalter praktisch am Ende ansteht. Andere haben Hoffnungen, dass wirklich die Wirtschaft in eine Richtung gelenkt werden kann, die auch die zentralen Probleme angeht, wie Bekämpfung des Klimawandels, mehr soziale Gleichheit und so weiter. Also, aber ich glaube, dass die Debatte ganz, ganz wichtig ist und dass wir hier auch ein Stück weit die Debatten zusammenführen sollten. Ja, vielleicht Janine, vielleicht noch zwei Sätze zur Post-Corona-Welt. Wie siehst du das? Siehst du auch eine Gefahr, die sozusagen darin liegt, oder ist das alles, wie soll ich sagen, ist das alles eher zu vernachlässigen? Nee, natürlich sehe ich da eine ganz große Gefahr. Und wir sehen ja auch, welche Kräfte sich auch zusammenschließen. Und ich sehe die ganz große Gefahr, dass zum einen innerhalb in dieser Krise wirklich krasse Angriffe auch stattfinden auf Arbeitnehmerrechte, auf Arbeitsplätze. Dass
dass ich sehe, und natürlich auch die Frage, dass nach der Bundestagswahl, wenn dann irgendwann auch abgerechnet wird, wer das alles bezahlt, es krasse soziale Einschnitte gibt. Also von daher sehe ich die Gefahr natürlich. Und das Problem ist ja auch gerade, dass, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass ja nicht die richtigen Lehren gezogen werden aus der Krise. Also ich meine, wir haben ein Gesundheitssystem, was schon zu normalen Zeiten eine total angespannte Situation hat. Und ich meine, das über Pflegenotstand reden wir ja nicht nur erst seit Corona, sondern Verdi macht seit Jahren die Kampagne Mehr von uns ist besser für alle, wo es um die Stärkung der Pflegekräfte geht. Und wir merken ja, und das haben wir in den letzten Jahren gemerkt und das merken wir auch jetzt, dass immer mehr Pflegekräfte in Teilzeit gehen, ihre Arbeitszeit reduzieren und natürlich damit auch ihr Gehalt reduzieren, weil sie einfach die Belastungen sowohl physisch als auch psychisch einfach kaum noch aushalten. Und gerade sowas, so Berufsgruppen wie die Pflegekräfte sind zum Beispiel von der Rente ab 67 auch besonders stark betroffen, weil Rente ab 67 bedeutet für Menschen, die wirklich in harter körperlicher Arbeit im Schichtdienst arbeiten, die Menschen heben, die Menschen pflegen müssen, ob das jetzt in den Krankenhäusern, in der Altenpflege oder in der ambulanten Pflege ist. Das bedeutet für sie einfach krasse Abschläge bei der Rente, weil die natürlich nicht bis 67 arbeiten können, sondern die gehen dann in Rente, wenn sie nicht mehr können, wenn der Rücken nicht mehr mitmacht. Und das ist in der Regel nicht, wenn sie 67 sind, sondern deutlich früher. Und ich denke, dieses Ganze, dass Gesundheitssystem neoliberal auf Kante genäht wurde und wir wirklich bis vor kurzem noch darüber diskutiert haben, schließen wir Kliniken, auch Kliniken einfach geschlossen wurden, haben wir eine Überkapazität im Gesundheitswesen, dass Krankenhäuser, die über Fallkostenpauschalen finanziert werden, wo wir jetzt einfach merken, mit so einem System kommt man nicht durch die Krise. Dieses System ist ja nach wie vor da. Also es hat sich ja nichts verändert. Also man hat irgendwie diesen Pflegebonus ausgezahlt, nachdem man irgendwie ein paar Wochen lang Pflegekräfte beklatscht hat, aber nur warme Worte und Applaus zahlen halt keine Miete. Und der Pflegebonus kommt bei vielen Pflegekräften überhaupt nicht an. Und die Menschen, die wirklich an vorderster Front gegen das Virus kämpfen, um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten kämpfen, unter miserablen Arbeitsbedingungen, wir reden jetzt über die Aufweichung von Mindeststandards, die erkämpft wurden. Also das hat alles natürlich nichts mit Anerkennung zu tun. Und ich erinnere mich an so ein schönes Transparent der Streikenden an der Charité. Die haben ja vor 2015 für Personalmindeststandards gestreikt und auch wirklich mit Erfolg. Und die hatten so ein Transparent, nicht unser Streik gefährdet die Patientinnen und Patienten, sondern der Normalzustand. Also dass es der normale Zustand auf den Stationen ist, der die Probleme bedeutet. Das sehen wir gerade ja auch in den privatisierten Krankenhäusern. Und ich denke, dass auch der letzte Sommer einfach nicht genutzt wurde, um daran etwas zu ändern. Klar, man kann Pflegekräfte nicht in 3 Monaten ausbilden, aber wir hätten natürlich wirklich eine Offensive gebraucht, um Pflegekräfte dafür zu werben, wieder zurück in den Beruf zu kommen, weil wir ja jede Menge Pflegekräfte haben, die ausgeschieden sind aus dem Beruf, weil sie einfach die Bedingungen nicht mehr ertragen haben. Und die Charité in Berlin hat das zum Beispiel gemacht und über 150 ausgeschiedene Pflegekräfte zurückgeholt. Die haben auch, man hätte auch im Sommer, statt teilweise Pflegekräfte sogar in Kurzarbeit zu schicken, was es im Sommer ja gab, hätte man natürlich auch Pflegekräfte auf die Intensivstationen umschulen können. Also da hätte viel mehr passieren können und passieren müssen. Und deswegen finde ich gerade im Bereich Gesundheitssystem müssen wir den Finger in die Wunde legen und deutlich machen, wir brauchen ein Gesundheitssystem. Krankenhäuser müssen in der öffentlichen Hand sein. Die gehören nicht in die Hände von Aktiengesellschaften. Und Krankenhäuser sind dafür da, Menschen gesund zu machen und nicht Gewinne abzuwerfen. Und deswegen dürfen nicht die kaufmännischen Direktoren das Sagen haben, sondern eben das medizinische Personal. Und zu genau, dann solche Offensive, Janine, gibt es hier in NRW. Wir haben hier in NRW aktuell gestartet eine Volksinitiative, also nicht wir, die Linke nur, sondern da ist Verdi dabei, da sind viele dabei, die sich halt für auch gegen diese Krankenhausschließung stellen, die sich für eine bessere Ausstattung der Pflege einsetzen. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen losgehen. Ich habe jetzt die Signale von Verdi so verstanden, dass in den nächsten Wochen diese Volksinitiative auch von Verdi-Seite stärker beworben wird. Und es wäre natürlich gut, wenn das erfolgreich wäre, dass man zumindest leider können wir auch nicht mehr machen, aber zumindest dazu eine Debatte im Landtag erreicht und einen Druck sozusagen auch auf die Landesregierung. Es gab ja noch ein ganz wichtiges Thema. Ich muss jetzt kurz noch was zu den Beschränkungen sagen, weil ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Und das ist ja die Debatte, die wir im Landtag natürlich auch führen, weil wir ja die Verordnung ja auf Landesebene sind, weil du das angesprochen hast, die Corona-Beschränkungen. Und ich finde, genau das müssen wir deutlich machen, dass mit unterschiedlichen Maß gemessen wird, dass alles
ansetzt an der privaten Sphäre der Menschen. Und man wird an der privaten Sphäre der Menschen auch ansetzen müssen, keine Frage. Aber es so viele Möglichkeiten gibt, eben darüber hinaus was zu machen. Also du hast es gesagt, das Recht und Pflicht zum Homeoffice. Ja? Also ich meine, wir schreiben den Menschen, den Deutschen wird vorgeschrieben, mit wem sie Weihnachten feiern. Aber bei den Unternehmen sagt man, ach bitte, bitte mach doch mehr Homeoffice. Und wir haben ja gesehen, im Frühjahr waren es fast 30%, jetzt sind es 14%, die im Homeoffice sind. Busse und Bahnen sind nach wie vor voll. Und auch die bei den Schlachtberufen, bei Amazon. Also die ganze Frage Arbeitsschutz und immer wieder neue Corona-Ausbrüche, was keine Konsequenzen hat. Also das finde ich wichtig, da nochmal ranzugehen. Auch die Massenunterkünfte für Geflüchtete, wo es vollkommen unmöglich ist, irgendwelche Beschränkungen einzuhalten, das finde ich notwendig. Und ich will nur eins noch sagen, weil das macht mir wirklich Sorgen, auch in dieser Krise. Wir erleben auch einen gesellschaftspolitischen Rückschritt an vielen Stellen. Also zum einen bei der Frage Gleichstellung von Frauen und Pflege- und Care-Arbeit. Dass es doch vielfach Frauen waren, die auch in den letzten Monaten ihre Arbeitszeit reduziert haben, weil sie einfach Homeschooling, Homeoffice, Berufstätigkeit, Haushalt, das alles nicht mehr unter einen Hut bekommen. Das heißt, sehr stark eine Arbeitsteilung auch wieder, also sehr stark das bei Frauen landet und zum anderen, dass wir wirklich wieder zurückgehen, gerade zu einem tradierten und antiquierten, ich sag mal Friedrich Merzschen Familienbild aus den 50er Jahren, wenn man sich die Kontaktbeschränkungen anschaut, was überhaupt nicht widerspiegelt, dass es Menschen gibt, die in ganz anderen Lebensverhältnissen und Wohnverhältnissen sind. Eine Fünfer-WG kann sich nicht auf einen Haushalt einigen oder auf eine Person, mit der sie sich noch trifft. Und zu Weihnachten, wenn aufgezählt wird, man darf seine Eltern treffen und seine Geschwister treffen. Also es gibt Menschen, die nicht in diesen Familienstrukturen leben. Und das, finde ich, wird durch diese Corona-Maßnahmen überhaupt nicht abgedeckt. Und da sehe ich wirklich dann ziemlich einen gesellschaftlichen Rückschritt. Das wollte ich nur noch kurz ansprechen. Genau, vielen Dank, Janine. Jemand, der ja auch in einer Situation ist, eine Art Massenunterkunft, in der er sich nicht wirklich schützen kann, ist vor Corona auch, ist Julian Assange. Ich spreche das deshalb an, weil ich glaube, das wird auch 2021 eine ganz zentrale Auseinandersetzung. Es war ja Anfang des Jahres die erste Instanz in Großbritannien, die eigentlich in einem sehr merkwürdigen Urteil entschieden hat, dass er also dass alle Gründe der USA für die Auslieferung stattgegeben wurden in diesem Urteil, dann am Schluss aber gesagt wird, er ist halt selbstmordgefährdet und deshalb wird er nicht ausgeliefert. Die Auseinandersetzung wird jetzt aber weitergehen und wird uns das Jahr über begleiten. Da bin ich ziemlich sicher, weil es davon auszugehen ist, dass die USA in Berufung geben werden, weil sie ihn ausliefern wollen und dass wahrscheinlich doch alle Instanzen in Großbritannien ausgeschöpft werden. Und deshalb am Ende, deswegen spreche ich das hier auch an, weil es mich auch ein bisschen betrifft, am Ende der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg darüber entscheiden wird. Dessen ist sich Julian Assange auch bewusst. Und dort sehen die Chancen gut aus. Aber es hängt natürlich auch sehr vom politischen Druck ab, was sozusagen, wie das am Ende ausgeht. Aber ich will nochmal hier verdeutlichen, welche enorme Bedeutung und Präzedenz diese Auseinandersetzung, unabhängig wie die Person Julian Assange jetzt einstuft, welche Auseinandersetzung, welche Bedeutung diese Auseinandersetzung hat, weil das am Ende auch Journalisten und Whistleblower weltweit treffen kann, wenn hier eine Präzedenz geschaffen wird. Nur ein ganz wichtiges Thema der letzten Tage und Wochen war ja die US-Wahl. Ich will dazu zwei Sachen auch sagen. Zum einen, weil ich Wahlbeobachter war für die OSZE Anfang November, mir das dort angeschaut habe und da zwei Sätze einfach noch loswerden will. Ich habe in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viele Wahlen in ganz vielen verschiedenen Ländern beobachtet. Ich habe selten, und ich sage es mal hier auf Deutsch, selten ein solch beschissenes Wahlsystem erlebt. Nein, du lachst, Janine, aber es ist wirklich so. Ich habe auch nur Absurdes gehört. Ja, und das ist noch viel krasser, als man das vielleicht so hier oder da gelesen hat. Es gibt alleine 10.000 verschiedene, ich wiederhole, 10.000 verschiedene Legislativen. Von County, von Staat zu Staat, von County zu County. Es gibt das antiquierte Mehrheitswahlrecht, das konservative Staaten, ländliche Staaten bevorzugt.
Es gibt den Ausschluss von über 5 Millionen Menschen, weil sie im Gefängnis sind oder vorbestraft waren. Es gibt ein sehr kompliziertes Registrierungsverfahren und eben vor allen Dingen auch völlig unterschiedliche Regelungen. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, aber was etwa die Briefwahl angeht. Und genau das hat sich ja Trump zunutze gemacht, um genau das zu versuchen, was jetzt auch versucht worden ist. Also zu sagen, die Wahl ist gestohlen worden. Und im Grunde genommen war das ja vielleicht auch fast ein Putschversuch, was wir erlebt haben bei der Kapitolstürmung. Was mir an der Stelle wichtig ist, jenseits des Wahlsystems, ich finde, wir sollten das immer wieder ansprechen, bis hin dazu, dass auch die USA das einzige Land der OSZE ist, in der internationale Wahlbeobachter nicht in alle Staaten können. Ja, wir konnten nur ungefähr sicher in ein Drittel der Staaten als internationale Wahlbeobachter. Alle anderen Staaten lassen das komplett zu. Was mir aber auch, was natürlich das politisch Wichtigere noch ist, ist, dass die Wähler, das waren ja so viele Wähler, die Trump gewählt haben, wie nie zuvor ein US-Präsident auf sich vereinigen konnte. Also auch ein Gewählter. Selbst der unterlegene Kandidat hat mehr Stimmen gekriegt als jemals zuvor ein US-Präsident. Und die Mobilisierung, dass Biden dann doch gewonnen hat, und an dem Ergebnis habe ich keinen Zweifel, lag ja vor allen Dingen daran, dass ganz viel, vor allen Dingen junge Menschen, Frauen, migrantische Leute, Trump verhindern wollten, aus guten Gründen. Aber das Problem, was bestehen bleibt, ist ja, dass über 70 Millionen Menschen in den USA nach wie vor Trump-Anhänger sind, die ihn gewählt haben, die auch und die Frage ist, wie und die Gesellschaft sich sozusagen so polarisiert, wie wir das bei der Kapitolstürmung gesehen haben. Und ich finde, das Entscheidende ist letztlich, und das ist das, was auch vor allen Dingen Bernie Sanders dort fordert, dass es gelingen muss, diese Menschen letztlich zurückzuholen und auch zu mobilisieren über ein massives soziales Investitionsprogramm, das deren sozialen Probleme auch anspricht. Weil der Hintergrund dessen, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist, dass die krasse und zunehmend wachsende soziale Spaltung und Ungleichheit in den USA, die sich ja dann noch deutlich verschärft hat. Und das halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Ich weiß nicht, willst du das kommentieren? Oder hast du da eine andere Sicht drauf? Aber ich glaube nicht. Weil wir haben das Problem ja letztlich auch des gleichen Phänomens, des Rechtspopulismus letztlich in Europa. Dann würde ich nämlich gerne überleiten zu einem Special Guest, den wir heute eingeladen haben. Und vielleicht kann man auch Valentina schon mal das Mikro freischalten. Weil es gab einen einzigen europäischen Regierungschef, der Trump zum vermeintlichen Wahlsieg gratuliert hat. Das ist Janis Janša aus Slowenien. Und in Slowenien gibt es eine Linke im Parlament, die Levica, das erste starke Linke in einem, neue Linke in einem postsozialistischen Land, die dort in der Opposition sind. Und dieser Janis Janša, der in deutschen Medien kaum erwähnt wird, auch von der Bundesregierung kaum erwähnt wird. Ich habe Heiko Maas am Mittwoch dazu befragt, weil Slowenien im Juli auch die Ratspräsidentschaft übernimmt, kaum problematisiert wird, ist aus meiner Sicht einer der schlimmsten Rechtspopulisten an der Macht in Europa. Und das Spannende ist jetzt, dass am Freitag Levica und andere ein Amtsenthebungsverfahren, also ein Impeachment, wie gegen Trump, eingeleitet haben und nächste Woche das abstimmt, also abgestimmt wird im Parlament. Und es wäre toll, Valentina, wenn du uns ein bisschen darüber erzählen kannst. Ich will vielleicht sagen, Levica ist relativ neu. Sie sind genauso stark wie wir bei der letzten Parlamentswahl gewesen, liegen mittlerweile aber bei um die 16% in den Umfragen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir uns genauer anschauen sollten. Vielleicht 3, 4, 5 Minuten dazu, weil ich glaube, das ist wirklich interessant und nicht so bekannt. Ja,
Danke, André. Hallo an alle. Ich freue mich, heute dabei sein zu können. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche uns allen ein viel besseres 2021. Schlimmer als das letzte Jahr kann es ja wirklich nicht mehr sein, das hoffe ich erstmals. Also wie gesagt, ich komme aus Slowenien, lebe und arbeite aber in Brüssel im Europaparlament und bin von Anfang an Mitglied von der slowenischen Linken, die Levica. Bin aber auch Mitglied von der Linken hier in Aachen und habe eine Zeit lang auch in dem Verbindungsbüro der Linken in Brüssel gearbeitet. Aber heute würde ich gerne ja erstmal etwas über Levica sagen. Wie du schon gesagt hast, André, wir sind eine relativ junge Partei im Vergleich mit der Linken. Wir wurden in 2014 gegründet, damals noch als eine Koalition, von drei Linksparteien und verschiedenen sozialen Bewegungen. In 2017 haben wir uns dann die Parteien zusammengetan und aus der Vereinigten Linke wurde dann nur noch eine Partei, die Linke, also Levica. Wie gesagt, das erste Mal, als wir an den Parlamentswahlen teilgenommen haben, in 2014 hatten wir ein überraschendes Ergebnis. Wir bekamen 6 Abgeordnete von 90 und das war für eine total neue Partei, die eigentlich aus den Protesten 2012, 2013 geboren war, ein sehr großer Erfolg. Also in den letzten Parlamentswahlen, von diesem Mandat, haben wir unser Resultat noch verbessert und bekamen 9 Abgeordnete. Und Levica als ökologische, sozialistische und demokratische Partei hat in dem aktuellen Mandat auch eine Schlüsselrolle, wie du schon gesagt hast, dazu noch etwas mehr später, da wir eigentlich die einzige richtige linke Partei in der Opposition sind. Wir sind ja auch in Slowenien Zeuge von der Migration von den sozialdemokratischen Parteien zu dem politischen Zentrum oder Parteien, die sogar mit Rechtsrhetorik antreten. Und die aktuelle Regierung, wie du schon erwähnt hast, Andrei, von Premier Janez Janša, ist leider nicht nur rechts, sondern was man als Orban-Regime 2.0 nennen kann. Also ich kann das nur mit einem Wort beschreiben, eine moderne Diktatur im Sinne der Staaten der Visegrad-Gruppe, ne? Also Polen und andere europäische Diktatoren. Aber unser Premier Janez Janša ist ja auch ein Politiker, der eine politische Metamorphose von der kommunistischen Partei in Ex-Jugoslawien bis jetzt zu der extremen rechten Partei durchgeführt hat. Er war in wirklich große Korruptionsskandale eingewickelt. In dem Balkankrieg hat er mit Waffen gehandelt. Er war deswegen auch zur Freiheitsstrafe verurteilt, aber später leider befreit, da er in seinen mehr als 40 Jahren in der Politik seine Leute in allen politischen und rechtssystemischen Institutionen hat. Seine Partei, die Sozialdemokratische Partei Sloweniens, hat auch viele privaten Medien in ihren Händen, die großzügig von seinen großen Freunden und Verbündeten, also den Orban finanziert werden, sowie auch seine letzte Wahlkampagne und vieles mehr. Was ihn eigentlich an die Macht geholfen hat, hat zwei Gründe. Erstmal die niedrige Wahlbeteiligung in Slowenien, weil jede Stimme, die nicht für Janša ist und die nicht abgegeben ist, ist eine stille Stimme für Janša, weil dadurch die Opposition nicht genügend Stimmen bekommt. Es ist ja auch wahr, dass die Opposition zumindest hier in Slowenien auch sehr fragmentiert ist. Und wir wissen ja auch, dass die rechten Janša-Wähler sehr treue Wähler sind. Und man kann immer mit ihren Stimmen zählen. Also sie gehen zu den Wahlen, obwohl am den Wahltag Messer vom Himmel fallen. Also mit denen können wir immer rechnen. Und so hat er auch die letzten Wahlen gewonnen, aber hatte nicht die absolute Mehrheit für eine Mehrheitsregierung. Und dann hat der zweite Liberale, Marian Šarec aus der Liberalen Partei, eine Minderheitsregierung erstellt, auch mit der Unterstützung von Levica, aber aus der Opposition, mit so einer Kooperationsvereinbarung. Leider hat dann Šarec im März letztes Jahres zurückgetreten und damit hat Janša wieder die Möglichkeit bekommen, an die Macht zu kommen. Das gelingte ihm mit zwei Parteien, die eigentlich ihr Wort nicht eingehalten hatten und in die Koalition mit Janša eingegangen sind. So haben wir jetzt in Slowenien seit fast einem Jahr nicht nur eine Covid-Pandemie, sondern auch eine faschistische Epidemie, die alle demokratischen Rechte angreift, die öffentlich Medien oder Journalisten verfolgt
alle Opposition, Akademiker, Bewegungen und alle, die sich der Diktatur von Janusz widersetzen wollen. Also er greift alle ein. Und da, ja, und wie du schon gesagt hast, er wäre auch der Einzige, der Trump gratuliert hat, noch bevor die Wahlergebnisse öffentlich waren. Man nennt ihn auch Marshall Twitter, weil er seine Lügen und Attacken also öffentlich im Twitter-Account veröffentlicht. Er hat ja auch schon einen Konflikt mit dem deutschen Spiegel. Aber was jetzt das eigentlich das Schreckliche ist, nämlich, dass die wirklich Janscha die Pandemie ausnutzt, aber wirklich krass ausnutzt, sich eigentlich er um seine autokratische Macht zu festigen. Er ignoriert die Experten. Er befasst sich eigentlich nicht mit der Pandemie sozusagen. Er ist nur, also sein Ziel ist nur, sein Imperium aufzubauen, um die, mit dieser Krise eigentlich. Und wir sehen das jetzt auch. Slowenien hat derzeit die höchste Covid-Infektionen und Sterblichkeit auf allen Ebenen, obwohl wir eine totale Sperrung haben. Und das schon seit Mitte Oktober. Also alles steht, Schulen, öffentliches Leben, alles. Nur das Wichtigste funktioniert. Und alle Hilfsmaßnahmen, also die gegen diese negativen Auswirkungen von Corona-Krise, verbergen immer Instrumente zu der Einschränkung der Menschenrechte. Zum Beispiel, wenn irgendjemand die Einschränkung nicht respektiert, da bekam er kein Geld. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Leute, Akademiker oder Kulturleute. Also das war wirklich die Bedrohung. Und wenn man die Maßnahmen verletzt, da gibt es in Slowenien so hohe Geldstrafen, das könnt ihr euch nicht einmal vorstellen. Also das ist 10-mal mehr als zum Beispiel der Mindestlohn in Slowenien. Und jetzt noch die größte Absurdität von allen. In der größten Krise des öffentlichen Gesundheitssystems hat diese Regierung beschlossen, für die nächsten 5 Jahre fast 800 Millionen Euro in die Militarisierung für die Bedürfnisse der NATO zu investieren. Stellt euch das vor. Die Leute sterben, aber wir werden uns mit Kriegsmaterialien und Fahrzeugen aus Ungarn und Deutschland ausrüsten. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ihr weder in den Medien noch bei der Frau Merkel von den kleinen slowenischen Orban in Deutschland gehört habt. Da der slowenische Verteidigungsminister zum Beispiel aus der Reihen der Sozialdemokraten kommt, also sozusagen die Schwesterpartei der CDU, ne? Die Linke ist natürlich nicht im Schneidersitz, aber wie du schon, aber wir haben jetzt das Verfahren auch für, nicht nur für Impeachment, wie du schon erwähnt hast, André, aber auch für ein Referendum über das umstrittene Gesetz über diese militärische Investitionen eingeleitet. Dieses wurde jedoch von dem Parlament verboten, da Janša die Mehrheit hat und weil auch die öffentliche Meinung entschieden dagegen ist, Geld für die Militarisierung auszugeben. Und aufgrund des Verbotes des Referendums haben wir eine Überprüfung bei dem Verfassungsgericht eingereicht. Und das Verfassungsgericht hat erst jetzt mal, das ist schon ein gutes Signal, alle Verfahren der Investition eingestellt, bis es über das Verbot des Referendums eigentlich entscheidet. Ja, und wie schon erwähnt, wir haben am Freitag auch mit anderen Oppositionsparteien einen Antrag auf die Amtsenthebung eingeleitet, über die jetzt in der kommenden Woche am Mittwoch entschieden wird. Es sieht nicht so gut aus, leider, weil die Koalitionsparteien mit Janša immer noch sehr zusammenarbeiten. Also sie wollen nicht ihre Ministerpräsident, also Minister verlieren eigentlich sozusagen, weil diese Parteien werden in den nächsten Wahlen nicht mehr ins Parlament eintreten. Deswegen ist es wirklich so eine opportunistische Koalition sozusagen. Und wenn wir nicht erfolgreich sein werden, dann, wie schon erwähnt, wird ein Autokrat im Juli die EU-Präsidentschaft führen. Was meint denn die Frau Merkel dazu wirklich, dass sie ja schon jetzt mit Portugal und Slowenien in der EU-Präsidentschaftstroika eigentlich zusammen regieren? Das geht wirklich nicht mit den demokratischen Standards der Europäischen Union zusammen, ne? Aber es passiert nichts.
Weil die Partei ist ja auch in der EPP-Familie, ne, im Europaparlament, so wie Orban und alle anderen, aber bis jetzt keine Reaktion von niemandem. Also ich hoffe nur, also die Situation, die politische und soziale, das politische und soziale Klima in Slowenien ist heute so wie in 2012, als wir genauso wie heute gegen Janša protestierten. Das war ja auch das Motiv, dass Levica geboren wurde. Damals hatten wir es zusammen eigentlich geschafft und er ist zurückgetreten. Dieses Jahr sehe ich das wirklich nicht so gut, aber mal sehen, was geschieht. Ich hoffe nur, dass wir wirklich alle aus dieser Corona-Situation etwas gelernt haben, weil sie auch politisch total ausgenutzt wird. Und Slowenien ist ein Exempel per se, was aus der Pandemie gemacht sein kann. Neben was wir schon also gehört haben, was in Deutschland passiert oder in anderen Staaten, aber in Slowenien ist das wirklich total extrem. Und es ist wirklich wichtig, sich an den Wahlen teilzunehmen, also wählen zu gehen. Weil wir uns wirklich ausgekämpft haben, ist nichts mehr selbstverständlich. Das sehen wir jetzt in Slowenien. Wir leben eine Diktatur. Und das habe ich mir wirklich niemals vorgestellt. Und deswegen wirklich, der Kampf hört niemals auf. Und ja, ich glaube, dass man wirklich zusammenarbeiten muss, alle linken, progressiven und sozialistischen Kräfte in Europa. Ja, und deswegen danke für diese Möglichkeit, also die Situation in Slowenien vorzustellen. Hoffentlich war mein Deutsch gut genug. Und wenn nicht, dann beantworte ich gerne auch eventuelle Fragen. Danke. Gut, vielen Dank, Valentina. Ich glaube, dass du hast das ja angedeutet, warum das auch für uns relevant ist. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt gerade versuche, überall zu thematisieren. Erstens ein riesen Rüstungsdeal mit deutschen Unternehmen und zweitens Slowenien sitzt mit Deutschland zusammen in der Ratspräsidentschaft, in der Trio-Ratspräsidentschaft und wird im Juli auch die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Deswegen halte ich das auch für wichtig. Ich habe am Mittwoch Heiko Maas damit konfrontiert. Und Heiko Maas, der war im EU-Ausschuss, hat abgewiegelt. Also hat gesagt, ja, man soll das mit der Gratulation von Trump nicht überbewerten und man arbeite gut mit der slowenischen Regierung zusammen. Also es ist schon ein ziemlich starkes Stück. Nachher jammert man wieder und dann werden wieder neue Sanktionsmechanismen möglicherweise auserkoren. Aber jetzt wäre der politische Zeitpunkt, in der Frage zu handeln. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Ich würde noch gerne eine Sache ganz kurz, etwas ein bisschen Optimistisches auch ansprechen. Und zwar tritt ja am Freitag der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Ihr wisst, 50 UN-Staaten haben sich verpflichtet, Atomwaffen zu verbieten. Jegliche Zuarbeit, jegliche Transport, Lagerung und so weiter und so fort. Und das formale Inkrafttreten dieses Atomwaffenverbotsvertrags ist am kommenden Freitag. Deutschland sowie alle NATO-Staaten, also auch Slowenien, wie auch alle Atomwaffenstaaten, unterstützen das nicht bislang. Dennoch denke ich, ist es richtig, diesen Druck aufzubauen, dass man zu einem totalen Verbot kommt von Atomwaffen. Und es wird am Freitag eine Reihe von Aktionen geben. Auch in Aachen wird es dazu Aktionen geben. Und darauf wollte ich euch aufmerksam machen. Die Haltung der Bundesregierung ist hier ausgesprochen peinlich. Ich war Ende 2016 bei der UN, als das sozusagen gestartet wurde dort. Da haben auch schon die deutschen Vertreter das in keinster Weise unterstützt. Und ganz im Unterschied zum Beispiel zu Österreich und Irland, die das initiiert haben. Was ist der Unterschied? Österreich und Irland, genauso wie Malta und San Marino,
die jetzt auch diesen Vertrag ratifiziert haben in Europa, sind neutrale Staaten, sind keine NATO-Mitgliedstaaten. Aber das ist eine gute Sache, das finde ich positiv, das ist ein guter Jahresauftakt, dass das jetzt in Kraft tritt. Und möchte Janine fragen, ob sie noch mal zum Schluss noch was sagen will oder sollen wir direkt in die Diskussion dann einsteigen? Genau, dann würde ich nämlich... Wollt, also, du kannst auch gleich noch mal, hast du auch noch mal, kannst du vielleicht auch noch mal das endgültige Schlusswort vielleicht halten. Aber wenn du was auf mir sagen willst. Naja, vielleicht ganz kurz nur zu dem Optimistischen auch. Also ich meine, es gibt ja schon den schönen Satz von Hölderlin, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und ich glaube schon, dass wir ja auch im letzten Jahr erlebt haben, dass es ja auch natürlich total viele wichtige, gute Ansätze gibt. Und ich glaube, die Linke muss überlegen, irgendwie, wie wir es schaffen, auch uns noch besser zu verankern in den außerparlamentarischen Bewegungen, in den Mieterbündnissen, in den Gewerkschaften und in den betrieblichen Kämpfen. Also das deutlich zu machen, weil wir haben ja letztes Jahr eben neben all dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, was wir erlebt haben, haben wir ja auch zum Beispiel die sehr, sehr breite Black Lives Matter Bewegung erlebt, wo so unglaublich viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Fridays for Future ist weitergegangen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch betriebliche Kämpfe erlebt, die an der einen oder anderen Stelle erfolgreich waren und auch so auch im Bereich der Mieterbündnisse, der Mieterbewegung. Also trotz dieser sehr, sehr, sehr schwierigen Situation mit Corona haben wir das ja auch gesehen und deswegen finde ich ja, dass die Linke auch mal deutlich machen muss, wir sind eine Partei, die in den Parlamenten arbeitet. Ja, das machen wir und das müssen wir machen und das ist auch wichtig. Aber dass natürlich wir, um grundlegende Veränderungen durchsetzen zu können, ist natürlich immer eine Frage von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ist und dass die Linke eben eine Partei ist, die sehr stark auch genau darauf setzt, zu sagen, wir wollen uns auch in den Dienst von Bewegungen, von progressiven Bewegungen stellen und die stärken. Und das finde ich einen wichtigen Ansatzpunkt, gerade in so einem Superwahljahr wie jetzt, dass wir eben nicht nur darauf schauen, wie sind Wahlergebnisse, sondern eben auch die gesellschaftliche Verankerung der Partei weiter voranbringen. Das vielleicht noch mal so als Punkt, auch mit Blick auf den Parteitag. Gut, vielen Dank, Janine. Vielen Dank auch noch mal an Valentina.